Da hat es anscheinend laut Geologen in 4 bis 5 Stunden 270 Liter auf den Quadratmeter und 2-mal gehagelt. Das war zu viel des Guten, ne? Um 9:30 auf Nacht hat das angefangen, ja. Circa um 10 ist bei uns die erste Mauer runter. Dann ist es dunkel, du siehst nichts mehr, du weißt nicht mehr wohin laufen, gar nichts. Du kannst nur mehr horchen oder warten, was jetzt als nächstes passiert, nicht? Der Schwiegersohn, die Tochter, die Frau und ich sind die ganze Nacht da oben gestanden. Die ganze Nacht. Materielle Schäden, so weh oder so sehr das geschmerzt hat, aber es lässt sich alles wieder ersetzen, nicht? Es lässt sich ein Auto ersetzen, es lässt sich, aber halt ein Menschenleben kannst du nicht mehr ersetzen, nicht? Natürlich, bei uns bleibt es im Kopf innen, nicht? Sobald es jetzt noch wieder richtig losgeht, ein schlimmes Gewitter oder was, dann bist du total unruhig und da ist einfach keine Ruhe in dir, weil ich glaube, dass das im Hinterkopf bleiben wird, nicht? Glaube ich.